Hallo liebe Hundefreunde, heute ein ganz neues Format, nämlich ich stelle dir jemanden vor. Hallo Peggy. Hallo. Also, willkommen. Warum, wieso und weshalb, das erfährst du gleich. Bleib einfach dran bei unserem kurzen Hundeschwatz. So Peggy, bist du aufgeregt? Ein bisschen schon, ja. Genial, aber musst du gar nicht sein. Es geht ja um ein tolles Angebot. Peggy, was machst du und wer bist du? Richtig, also erstmal zu mir. Ich bin Peggy, das ist Emma. Die sieht man gerade nicht, die ist aus dem Bild, aber die holen wir dir dann nochmal rein. Genau. Ich mache seit ein Jahr Dogwalking mit einer relativ großen Gruppe. 10 bis 15 Hunde habe ich da. Und in dem Jahr habe ich jetzt ganz viel gelernt über Gruppendynamik und das Verhalten in der Gruppe und die Körpersprache des Hundes auch nochmal intensiv beobachten können. Und jetzt möchte ich gerne den Schritt gehen, das selbstständig zu machen in einer kleinen Gruppe. Also okay, super. 4 Hunde maximal. Und da würde ich sehr gerne die Fünferbasis vertiefen wollen. Du willst die vertiefen? Genau, also dem Hund. Ah, das ist die Fünferbasis vertiefen, genau. Da steigen wir dann gleich nochmal ein. Ja, die Fünferbasis, das ist ja so ein mächtiger Werkzeugkoffer. Und natürlich will die Peggy nie die Fünferbasis vertiefen, weil die Peggy begleitet uns schon, oder wir begleiten die Peggy, oder wir begleiten uns gegenseitig seit 2013, glaube ich. Ja, oder 14 könnte es sein, ja. Also eine ganze Zeit, und was die Peggy dir anbieten wird, ist was ganz Tolles, nämlich in Kooperation, in Zusammenarbeit mit uns. Dogwalking, aber nie eine große Gruppe, das hast du schon gehört, sondern nur die Peggy und dein Hund und vielleicht noch 3 andere Hunde dazu. Und Peggy wird genau die Sachen zeigen deinem Hund, die du ihm auch zeigst, die du ihm auch vermittelst über die Fünferbasis. Genau. Und das wird einen ganz hohen Nutzen bringen. Wir haben da schon so ein paar Pilotprojekte gemacht, wo die Peggy schon Hunde mit hatte und hat dann gesagt, sie kümmert sich um die Hunde und verhält sich genauso, wie du dich verhältst. Richtig, genau. Da ist dann von dem ruhigen Start, das Aussteigen aus dem Auto, bis hin zur Ansprache, gemeinsames Gehen, auch Freizeit, Distanz, alles mit dabei. Also diese ganzen Punkte aus der Fünferbasis, die wir dir vermitteln, die vermittelt dann die Peggy deinem Hund weiter. Und das wird dich extrem unterstützen, weil dein Hund sieht, ach guck mal, andere Menschen benehmen sich jetzt genauso. Das muss wahrscheinlich die Wahrheit sein. Und jetzt natürlich die große Frage der Fragen. Peggy, wann geht's denn los? Es geht ab 5.7. los. Was ist denn das für ein Wochentag? Ein Dienstag. Dienstag, 5.7. ist Start. Genau. Wie kann man dich erreichen? Wollen wir deine Telefonnummer einblenden? Ja, oder sehr gerne. Telefonnummer. Okay, also hast du mehrere Varianten. Wir blenden dir die Telefonnummer mit ein von der Peggy, Punkt 1. Oder du sprichst uns direkt an, die Nancy oder mich, und wir verkuppeln dich dann mit der Peggy. Einverstanden? Genau, so machen wir das. So, da geht's nun gleich los. Da kannst du starten. Wir verkuppeln dich mit der Peggy oder du verkuppelst dich selber mit der Peggy. An wie vielen Tagen in der Woche stehst du zur Verfügung den Hundefreunden und den Hunden? Wann kann man dich nutzen? Also aktuell würde ich das Dienstag und Mittwoch anbieten. Jawohl. Und optional auch am Wochenende, wenn da Not am Mann ist. Da, gut. Ja, bin ich gerne bereit. Preise und Konditionen kriegst du bei uns oder dann direkt bei der Peggy. Wenn es dich interessiert, frag einfach. Ist die Emma ab und zu auch mit an Bord? Ja, auf jeden Fall. Also hast du hier auch noch so einen Hund, der deinem Hund zeigt, dass andere Hunde sich auch gut benehmen können. Die Emma hat da eine ganz hohe Kompetenz. Also die zeigt dem Hund auch mal, wie es geht, weil die kann's. Und die sagt deinem Hund auch wahrscheinlich mal bis hierher. Genau. Und nie weiter. Ja. Peggy, noch was dir am Herzen liegt? Nein, ich wünsche euch viel Freude, wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ihr mir eure Hunde anvertraut. Was ich dir verraten kann, weil wir schon viele Anfragen haben und deshalb freuen wir uns total, dass die Peggy und die Emma dort mit im Team ist, das ist gefragt. Ich verspreche dir, das ist gefragt. Also wenn es dich interessiert, warte nicht so lange, weil wenn du reinrutschst jetzt, dann bist du drin und alle anderen dürfen sich dann leider einreihen. Genau. Aber so ist es im Leben. Wir haben nur eine Peggy, die ist noch nicht zu klonen. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch eine zweite Peggy dazu. Da sind wir schon dran. Aber jetzt freuen wir uns erstmal über Peggy und Emma. Auf geht's. Feuer frei. Yes! Los!